Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werd steinreich und berühmt. Montagmorgen 7:30. Aber heute ist schon wieder so ein Tag. Wenn es heute alles klappt, was vorgesehen ist, dann kommen heute zwei Arbeiter und fangen an bei dem Teich. Dann kommt heute der Stromanbieter und verlegt uns unseren Zähler. Das heißt, wir werden zwischendurch auch mal keinen Strom haben. Und der Arm wird die Toilette endgültig fertig machen. Das heißt, ich muss noch ein Stück Rohr kaufen. Aber jetzt fahre ich erstmal ins Dorf, hole Eis, damit wer auch immer heute kommt und hier arbeitet, was Kaltes zu trinken hat. Also Montagmorgen, ein weiterer Großkampftag. Auf geht's. So verschwitzte ich dann aus, wenn ich mal eine Stunde mit dem Seitenschneider hier die Kanten sauber gemacht habe. Vom Tor vorne rüber bis zu den Hühnern einmal die Mauer lang und den Zaun von den Hühnern alles ein bisschen kurz gemacht. Dann rund um den einen oder anderen Baum, der noch nicht geschnitten ist. Da muss ich ja auch noch ran. Mal gucken, was meine beiden Arbeiter machen. Die sind an dem Teich dran. Der Teich ist meiner Meinung nach absoluter Luxus. Ich hätte den auch nicht angefangen, aber so paar ist es ein totales Herzensanliegen. Die will unbedingt ihren Teich, also schauen wir mal. Der Arm hat die beauftragt, die kriegen tatsächlich 500 Watt am Tag, also 100 Watt mehr wie die Karren, die ich im Moment ab und zu mal da habe, nur an die ist nicht dran zu kommen. Die haben offensichtlich da oben so viel Arbeit, dass sie es nicht nötig haben, hier unten zu arbeiten oder haben feste Auftraggeber, keine Ahnung. Das ist halt immer ein bisschen schwierig in Thailand, da musst du nehmen, was du kriegst. Wobei die zwei hier auch total nett sind, das ist Vater und Sohn. Aber die sind halt ein bisschen teurer. Aber gut, 100 Watt pro Nase, wenn ich ehrlich bin. Den Karren habe ich auch keine 400 am Tag gegeben. Die haben auch 500 gekriegt. Also es kommt aufs Gleiche raus. Ich gehe jetzt mal duschen. Und dann muss ich noch irgendein Rohr einkaufen, damit der Arm endlich hier, wenn er nachher kommt, die Toilette fertig an die Sickergrube anschließen kann. So schaut das im Moment aus. Da fehlt ein Rohr. Die Super hat mir aufgeschrieben, was ich da kaufen soll. Und ich gehe jetzt mal duschen, dann nehme ich euch mit. Rohr kaufen. So, dann fahren wir mal Rohr einkaufen. Und ich sehe, tanken wir auch nicht schlecht. Die Karre ja auch ein bisschen voll haben, wenn meine beiden Mädels aus Deutschland kommen nächsten Sonntag. Müssen wir die in Chiang Mai am Flughafen abholen. Das heißt, wir brauchen eh eine Menge Sprit. Dann machen wir die Karre voll. Da rechts an dem Mast sitzt ein gerolltes Kabel. Das ist die Vorbereitung für den neuen Stromverteiler, der dahin muss. Leider haben wir von den Stromleuten noch nichts gehört. Theoretisch müsste das heute auch über die Bühne gehen. Praktisch, man weiß es nicht. Da ist genau das Rohr, was ich brauche. Aber das ist hier beim Straßenbau übrig geblieben. Was sagt der Arm? 15 Jahre Gefängnis, wenn du hier einfach irgendwas wegnimmst, was dem Staat gehört. Von daher gehen wir da kein Risiko ein. Macht man ja auch nicht. So, dann schauen wir mal, wo wir irgendwo ein 2 Meter Rohr kriegen. Im Baumarkt in Huligan. Ich weiß noch nicht mal, wo der Baumarkt ist in Huligan. Und wenn ich dann frage, dann heißt es immer, das weißt du schon. Ja.
Na, wir werden mal sehen. Ich habe eine ungefähre Ahnung. Gegenüber vom Lothar, da ist so ein Riesending. Was soll das anderes sein als ein Baumarkt? Da habe ich auch seinerzeit das neue Messer von dem Seitenschneider gekauft. Da fahre ich jetzt mal zuerst hin. Es sei denn, ich sehe das Zeug hier irgendwo rechts oder links am Straßenrand liegen. Dass das da jemand verkauft. Aber das wäre mir, glaube ich, aufgefallen. Radika! Warum? Mami? Okay. U-Turn und dann? This side. Okay, so ein Kilometer, 9 Kilometer. Okay. Hopp und Makar. Okay, Kap. Kap. Tanken ist ja auch ganz anders. Die tanken einem die Karre voll. Je nachdem gibt es noch eine Flasche Wasser oben drauf oder die putzen dir die Scheiben. Also das ist. Arbeitskraft ist halt nicht teuer in Thailand, ne? So Service-Sachen, die klappen hier einfach wunderbar, weil die Leute, die es machen, natürlich nicht viel verdienen. Und es sich dann trotzdem für denjenigen, der hier das Geschäft betreibt, lohnt. Und der Sprit kostet halt überall gleich, wie bei uns auch, aber die Serviceangebote sind halt unterschiedlich und dadurch holen die sich die Kunden. Super Sache. So, jetzt gehe ich weiter mein blaues Rohr suchen. Radikal! Radikal! Oh, scheint ja dein Tipu-Timer da. Sorry, Kap. Yes, PVC 5. Yes, 2 meters, 11 centimeters, I don't know inch. 4 inch. You want here is 11 centimeter, yeah. 11 centimeter. 11? Yes. I'm sorry. It's but in this note. Yes. Okay. 4 inch. Okay, I measured 11. You have 2 meter? Yes. I don't have to buy 4 meters? Yay! Okay. Ja. Sauber, gut sortiert. Sägeblätter, Pinsel. Das System des Sortierens habe ich bis heute nicht verstanden. Bolzen, Schrauben. Ah, Arbeitshandschuhe. Das ist Zwergengröße. Von dünner. Kleber. Das ist ja auch immer erstaunlich, was die Mengen waren, die vom gleichen Artikel da haben. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 Kloschüsseln. Sehen alle recht gleich aus.
Ah ne, da sind noch mehr. Wahnsinn. Ne, das sind Spülkästen, Waschbecken. Also man hat nicht irgendwie drei von einem da, sondern 30. Okay, Kopfhuhn mag ab. Einfach rein. Lot farm, no problem. Noch ein Kappum. I'm filming for YouTube. Is that okay with you? Okay. Yeah. What's your YouTube channel? Oh, you can scan if you want to. What's your content about? My life in Thailand. How many years do you live in Thailand? 2 years now. Got it? Yes. Please subscribe. Hey. You live in Lampung? Nampepa. For 2 years. Kapung. But my house there is 15 years old. Oh. Yeah, yeah. 15 years old. The house, yeah. We have this land many, many years, yeah. I'm married to my wife about 25 years now. But before we lived in Germany and now we came here. I had a business in Germany, but COVID, dead. So I said, go, Thailand. Now I'm a farmer with Lam Yai. Sibrai Lam Yai. You want to buy? I have too many. Price is really shitty now. So cheap. This year is so cheap. It's not worth picking. Mamuang is okay, but Lam Yai. You say hello. She said hello. Oh, she already said hello. 200. Hello, my name is Sawat. Sawat. Okay. My name is Yangdao. Okay, Kokun Makap. I don't need to receive. Thank you, too. Thank you so much. Kokun Makap. Kokun Makap, Nong. Ja, zu Hause angekommen habe ich dann erfahren, dass der Stromanbieter nicht kommt. Da musste noch irgendein Formular gestempelt werden. Ich musste nochmal hin mit der Suppa. Aber nicht weiter tragisch. In meinem Beisein haben die das dann mit dem Elektriker geklärt. Und jetzt hängt es einfach am Wetter. Wir haben halt gerade Regenzeit. Heute hat es dann nachmittags auch noch ein paar Mal heftig geschüttet und die sprechen sich jetzt ab, haben mir aber versprochen, dass es in den nächsten 3-4 Tagen passiert. Jetzt bin ich gespannt, ob die das einhalten und harre da der Dinge. Und dann habe ich mir gedacht, komm, bevor du jetzt hier rumlungerst und gar nichts tust, habe ich mir einfach jede Menge Steine und Kram gepackt, der bei mir auf dem Land noch rumlag, so alte Betonreste, hinten in die blaue Karre, Chickenmobil davor. Und habe gedacht, fährst mal eben hinten an die Steinkippe oder an den Bauschuttdeponie, wo man das abladen darf. Ich habe halt irgendwie nicht damit gerechnet, dass das Ding so langsam ist. Ich habe geschlagene über 2 Stunden gebraucht. Einmal hin und wieder zurück. Mit dem Moped wäre ich in 20 Minuten hin und zurück gefahren. Locker. Also es ist halt wirklich Schneckentempo. Und ich war natürlich auch... wie würden die Geißens sagen? Der Burner. Der Burner war ich, wenn ich irgendwo durchs Dorf gefahren bin. Die Leute haben sich schlapp gelacht. Aber auf eine nette Art und Weise. Also ich habe nur Daumen hoch gesehen. Die hatten Spaß dran. Der Verlangner auf dem komischen Isan-Trecker. Und mir hat es auch Spaß gemacht. Außer, dass es halt zwischendurch mal geregnet hat. Ich ein bisschen nass geworden bin. Hat auch alles gut funktioniert. Gott sei Dank hatte ich vorher nochmal vollgetankt. Und ja, vom Fahren her war das völlig in Ordnung. Es ist halt nur, ihr seht das ja hier, das ist Full Speed.
Also laufen wäre wahrscheinlich schneller gewesen, aber ich habe halt Gott sei Dank jetzt diesen ganzen, nein, nicht den ganzen, aber einen ganzen Teil von diesem Betonschrott vom Grundstück. Und ich werde noch ein paar Mal fahren müssen, aber dann wahrscheinlich doch eher in so eine Plastikwanne hinten ins normale Auto rein, weil wenn ich hier mitfahre, da bin ich ja ewig unterwegs. Das dauert einfach zu lange. Ganz normale Wahnsinn. Natürlich muss man auch in Thailand hier, wenn man ausgewandert ist, seinen normalen Kram auf die Kette kriegen. Und wir sind nun mal noch in der Hausbau- und Nestbauphase. Das heißt, es geht manchmal ein bisschen chaotisch zu, aber es macht halt mordsmäßig Spaß und es ist nicht langweilig. Dass ihr so lange zugeschaut habt, zeigt mir, das macht euch auch Spaß, meine Videos zu gucken. Ganz, ganz vielen lieben Dank dafür. Wenn ihr Lust habt, schaut mal in die Videobeschreibung, da gibt es einen Link zur Kaffeekasse. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen ganz schönen Tag. Macht's gut, seid nett zueinander. Bis zum nächsten Mal hier aus Thailand, euer Stefan. Ciao.